Wir haben gestern einen Holo-Körper, Holo-Projektor für Mick besorgt und ja, er hat uns gesagt, wir sollen Trainer werden und das können wir nur werden, wenn wir die Silberliga gewinnen. Dann würde ich sagen, der nächste Kampf ist bereit. Wir sollen heute gegen Verrückter Chat antreten. Dann machen wir das doch. Und wir haben gestern eine neue Schule gelernt hier und haben jetzt hier auch 4 Angriffe, die wir machen können. Dann probieren wir es aus, würde ich sagen. Sauber. Ja, mach du nur mit deinen 30 Dingern da. Unsere Energie geht bei den Angriffen ganz schön zur Neige. Und das war's. Trotzdem geschafft. So, Beherrschung. Hier sind wir auch fast voll. Das ist sehr schön. Okay, minus 34 davon, minus 13. Schließen. Das hast du gut gemacht, Junge. Danke, Silber. Nächstes Mal versuche ich es besser. Es besser versuchen ist ein Fünfjähriger im Ring. Hoppla, ein Versprecher. Mensch, ihr Kinder habt einfach keine Kontrolle über eure Sprachorgane, oder? Das ist völlig inakzeptabel. Heutzutage nehmen die jeden ungebildeten Bauern. Gönnt dem Kleinen eine Pause, Aesop. Hast du dich in deinem ganzen Leben noch nie falsch ausgedrückt? Wenn, dann jedenfalls weitaus stilvoller. Komm, lass uns hier verschwinden, bevor uns der Typ mit seiner Dummheit ansteckt. Hey! Ich bin nicht wirklich in der Stimmung für einen weiteren Kampf, egal ob verbal oder anderweitig. Ja, ich wollte mich auch nur entschuldigen. Dieser Liefertyp hat mich total aus der Fassung gebracht. Das ist so ein Trottel. Ich hätte es nicht an dir auslassen sollen. Eine Entschuldigung von einer Boxerin, das ist neu. Ja, also nun, wenn ich es wieder gut machen kann, lass es mich wissen. Du warst gut im Ring. Ich hätte nichts gegen einen Sparringskampf. Aber klar doch, wie wär's irgendwann gleich hier? Abgemacht. Sparring mit Ruth, prima. Und scher dich nicht um Aesop. Dem ist irgendwas zu Kopf gestiegen. Okay. Was? Sparring mit Ruth in Silbers Fitnessstudio. Okay. Jo. Dafür sollten wir vielleicht erstmal unsere Gesundheit hochbringen. Entschuldigung. Ja, das viele sprechen. Ich trinke einfach nicht genug. Das ist ganz schlimm momentan. So, dann einmal zu Bobos Farm. Wir müssen arbeiten. Könnte die Ruth unsere neue Freundin werden? Nicht, dass wir jetzt eine Freundin unbedingt brauchen. War nur so eine kleine Frage. So, dann einmal hier hoch. Punkt. Ja, kurz nach 19 Uhr haben wir es. Dann arbeiten wir hier nochmal heute Nacht. Mit der Arbeit beginnen. Sehr schön. Ja, wir melden uns dann, wenn die Schicht vorbei ist, an. Wenn wir überhaupt bis zum Ende der Schicht durchhalten. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Sehr gut. Dann ab nach Hause. Da können wir laufen. Ja, wir sind ja schon wieder bei 1600. Das ist doch gut. So, dann nochmal gegen Verrückter Chat. Warum? Warum gegen Verrückter Chat nochmal? Wenn ich jetzt hier, ich will jetzt erstmal hier kurz trainieren, dass wir hier die
17 wieder voll kriegen. So, dann lege ich mich erstmal schlafen. Wir haben ja jetzt den Auftrag gekriegt, dass wir gegen Roof einen Sparringskampf machen sollen. Oder? Habe ich mich da jetzt... Sparring mit Roof in Silbers Fitnessstudio. Ist sie jetzt immer da, wenn wir hier hinkommen? Tatsache. Hey du, bist du bereit, es krachen zu lassen? Mir kannst du nichts vormachen. Das letzte Mal hat es eine Weile gedauert, bis ich mich erholt habe. Ich habe noch nie ein wildes Tier gesehen, das sich selbst bemitleidet. Los geht's. Okay. Es kann auch sein, dass wir hier den einen Tritt rausmachen müssen. Den Spin Kick, weil der zu viel Energie verbraucht. Ich würde dann nochmal den hier mit reinmachen. Dafür brauchen wir nicht ganz so viel Energie und haben trotzdem noch zwei Tritte drin. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Auch unsere Energie ist noch ziemlich gut mit dabei. Sehr schön. Das war gut. So, und unsere Beherrschung hier beim Saikenzuki ist ganz oben. Hui, das hast du dieses Mal viel besser gemacht. Ich versuche einfach, die gleichen Fehler nicht zweimal zu machen. Zum Beispiel streichelte die Katze nicht in die falsche Richtung. Jetzt weiß ich, dass du ein netter Kerl bist. Vielleicht hast du ja Lust, zu meinen Fitnesskursen zu kommen. Ehrlich gesagt könnte mein Leben im Moment gar nicht stressiger sein. Meine Mutter hat mich die letzten 20 Jahre lang eingesperrt. Und mein Vater ist auf mysteriöse Weise verschwunden, nachdem er das coolste Turnier aller Zeiten gewonnen hat. Ich versuche gerade eine Menge herauszufinden. Alles klar verstanden. Es sieht so aus, als ob Roof wieder alleine unterrichten wird. Fitness ist hier nicht so beliebt. Nö. Diese faulen Säcke machen lieber Neurotraining als gute altmodische Fitness. Vielleicht haben sie nur Angst davor, es gemeinsam zu tun. Also, was soll ich tun? Ich kann doch nicht jeden Einzelnen trainieren. Und wenn du es doch könntest? Und wie? Ich habe mir mit meinem Freund Henry ein paar alte Filme angesehen. Und Agent Smith ist immer wieder gestorben, egal wie oft ich und Yui uns das angesehen haben. Soll das heißen, ich könnte meinen Unterricht auf Video aufnehmen? Genau. Das könnte tatsächlich funktionieren. Danke für die Idee, Kumpel. Gern geschehen. Danke für den Sparringskampf, Kumpel. Großartig. Fest in der Freundschaftszone. Toll. Okay, dann... Ja, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe wir noch brauchen, weil... Wir kämpfen jetzt schon wieder gegen ihn. Dann müssen wir gegen ihn. Müssen wir mal gucken. Ich wollte noch regenerieren. Ja, momentan bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig als essen, trainieren, arbeiten und kämpfen alle 5 Tage oder so. Ja, dann machen wir das doch. Gut, dann einmal ab nach Hause. Was essen. Haben wir schon wieder 21 Uhr dann. Dann ab hier hoch. Also hier oben in Zukunft immer arbeiten gehen, dass unsere Geschicklichkeit auch hochgeht. Genau. Nächster Kampf ist dann in 28 Stunden ungefähr. So, dann ab nach Hause. Essen machen. Ab zu Bobo. Und da weiterarbeiten. Ja, ich sag mal, Ausdauer ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn wir die dazu kriegen.
Schlag den Schleim, schlag den Schleim, hau ihm eine rein. Sehr schön. So, dann, wir müssen nach Hause. Wir müssen essen, wir müssen schlafen. Und wir müssen, hier ist noch auf grün gerade so, und wir müssen hier unsere Geschicklichkeit wieder kriegen. Sehr schön. Können wir gleich ein bisschen weiter trainieren. So, dann, das reicht nicht, das reicht nicht. Das Essen geht runter. Nein, wir müssen jetzt auch noch essen, um voll zu werden. Oh, gerade so. Das war wirklich jetzt arschknapp. Gut, dann würde ich sagen, essen wir zweimal und dann machen wir nochmal gegen verrückter Chat. Der Chat, der ist so verrückt. Ja, ich glaube, so sind wir mit am besten dabei. Alter, der haut mir mit 3 Schlägen 30 Leben weg. Alter. Und das war's. Sieg durch K.O. So, sehr schön. Sei gegrüßt. Verdammt, schon wieder dieser Klugscheißer. Mir ist aufgefallen, dass du im Ring gar nicht so schlecht bist. Außerdem ist es doch egal, wie viele Kurse du bestanden hast, oder? Ist das ein Kompliment? Wenn du willst, aber lass mich auf den Punkt kommen. Ich möchte mich für mein Verhalten bei unserem letzten Treffen entschuldigen. Ich hätte nicht behaupten sollen, dass du dumm bist. Ach ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was dich dazu gebracht hat, so zu werden. Da ist es wieder. Vielleicht hat dich deine Mutter, als du ein Baby warst, mit dem Kopf zuerst aus dem 18. Stockwerk fallen lassen. Oder sie hat dich einfach 6 Jahre lang vor dem Fernseher sitzen lassen. Und da sind nur Wiederholungen von Sabrina, die Teenager-Hexe, gelaufen. Okay, jetzt bist du einfach nur noch gemein. Vielleicht bist du einfach dazu bestimmt, ein einfacher Gärtner zu sein, der immer noch auf seinen Dr. Lawrence Angelo wartet. Oder ist diese Anspielung zu obskur für dich? Tut mir leid. Wie auch immer. Hat das jemals ein Ende? Ich würde dich gerne in den Nachtclub einladen, um deinen letzten Sieg zu feiern. Und um die Wogen zu glätten, die bei unserem ersten Treffen entstanden sind. Also, was meinst du? Klasse, ich wusste, dass du ein schlagfertiger Bursche bist. Vielleicht nicht sehr schlau, aber schlagfertig. Ich warte im Club auf dich. Die Drinks gehen auf mich. Ich weiß, dass so etwas für Leute wie dich wichtig ist. Was soll ich sagen? Er ist ein großzügiger Kerl. Mit Aesop im Nachtclub abhängen. Okay. Dann würde ich mal... Weil ich habe Angst, dass wir gleich wieder kämpfen müssen. Ab nach Hause. Die 2 Geschicklichkeit wieder auftrainieren. 4 Geschicklichkeit. Wann haben wir denn 4 Geschicklichkeit verloren? Und dann einmal schlafen. Ja, wir essen noch was. Essen. Wir haben dann noch 1 davon. Okay. Dann einmal zu Apu. Ja, ist egal. Wir wollen ja heute nicht arbeiten. So, dann einmal hier hoch. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier und... Morgen werden wir hier in den Nachtclub reingehen und gucken, was die beiden Idioten da abziehen und ob wir gegen die kämpfen müssen. Dann bis morgen.